Dich kann ich ja fragen, ob du stolz bist auf diese Mannschaft, nachdem du ja immer wieder so raufhaust auf unsere A-Mannschaft. Naja, der Slogan wäre jetzt, schaut her, ihr Pfeifen, so geht das. Hätte ich draufgeschrieben. Sehr schön. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ich wusste ja, dass du mir den Steilpass gibst, dass ich den aufnehmen muss. Aber lieber Carsten, das ist hervorragend, was die Jungs da geliefert haben. Die haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert, die haben eine Einheit gebildet, die sind marschiert. Der Tormann hat die 2 Elfmeter gehalten im Vorspiel. Und gestern das 4-3 Elfmeterschießen, also wirklich ein Krimi. Ich war in Frankfurt gewesen, ich hatte eine Veranstaltung gehabt bei der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Und wir haben alle draufgeschaut. Alle haben draufgeschaut, wie Deutschland spielt. Und wenn wir dann gehört haben, dass sie Weltmeister sind, dann ist natürlich was Größte gewesen für die Jungs. Und wir können alle stolz sein auf diesen Nachwuchs, wie ihr schon schön gesagt habt, 2006 geboren worden beim Deutschlandmärchen. Und jetzt sind sie Weltmeister. Also wow, ich kann nur den Hut vor jedem ziehen und habe eine Bitte an alle. Verheizt die Spieler jetzt, die jungen Spieler. Und produziert. 20 nach kommt die Mannschaft runter. Danke. Hast du gehört, Demi? Ganz kurz, wir haben es eben gehört. 20 Minuten Verspätung, kommt die Mannschaft runter. Also erst um 9:20 Uhr werden wir dann die Mannschaft sehen, obwohl sie bereits im DFB-Campus ist. Ja, beim DFB-Campus, ich kenne den ja, da geht es ein bisschen runter und drüber. Gerade jeder will dir die Hand schütteln, jeder will dir sagen, wie groß sie sind. Und jeder tut jetzt dem anderen wieder in den Hintern kriechen. Also es geht jetzt nur noch, normalerweise müsste es jetzt nur noch um die jungen Leute gehen. Sollte es auch gehen. Alle müssten sich zurücknehmen am DFB, nur die Jungs müssen im Vordergrund sein, weil die haben eine Riesenleistung gemacht. Ja, man muss ja auch sagen, Jimmy, das ist ja jetzt nicht nur so ein Zufallstreffer gewesen. Ich meine, die EM haben sie ja in diesem Jahr vor einem halben Jahr auch schon gerissen. Was könnte sich denn die A-Mannschaft da abschneiden von den jungen Herren? Teamgeist, zusammenwachsen, nicht zu eitel zu sein, auch mal hingehen, wo es weh tut, auch mal, wenn man zurückliegt, Gas geben, hat man bei den Jungs ja gesehen. Sie sind immer wieder zurückgekommen und bei der deutschen Nationalmannschaft, bei den Großen, denke ich immer, ach, jetzt verlieren wir schon wieder, ach, jetzt ist es wieder schlecht und dann wann sie bis zu Hause sind, bis sie die Tränen getrocknet kriegen. Nein, ich glaube, das ist ein guter Ansatz mit dieser gute Jugendarbeit. Man sagt immer, man habe keine gute Jugendarbeit. Beim DFB, wir haben eine hervorragende Jugendarbeit von der U15 bis U17, 18 und die Jungs gehen ja weiter und ich wünsche mir nur, dass einige von diesen Spielern auch bei der A-Nationalmannschaft aufschlagen und das wird noch schwerer werden, weil jetzt sind sie im Fokus, jetzt werden sie ihren Vereine beobachtet, meistens spielen ja in der Bundesliga, in der Bundesligamannschaften und jetzt sollen wir nicht die Spieler gleich sagen, wir sind Weltmeister und wollen sie im Verein verheizen. Baut sie langsam systematisch um, sodass wir in ein paar Jahren wieder sagen können, Deutschland ist Fußball-Weltmeister, der Erwachsene. Aber Jimmy, kannst du diese Kritik von U17-Nationaltrainer Christian Wügt auch nachvollziehen, dass er auf den DFB raufgehauen hat? Also kann man das wirklich verstehen? Man wird Weltmeister und dann kritisiert man trotzdem den Verband? Ja, weißt du, es ist ja so, die den Verband kritisieren, sind ja keine, die Außenstehende sind. Das sind ja die, die noch ganz nah dran sind. Der Verband hat gut gearbeitet. Wir müssen der Verband ist klar, aber schau mal her, wie die Nachwuchstrainer beim DFB, wie hart die arbeiten. Ich sehe das ja tagtäglich, wenn die dann rausfahren, die andere Trainer machen, das machen Sichtungslehrgänge in allen Landesverbänden, um die jungen Leute ranzuziehen. Und das ist eine schwere Arbeit. Aber wie nochmal gesagt, der DFB könnte noch eine Schippe drauflegen, was Jugendarbeit betrifft. Und man sieht ja der Erfolg, noch ein bisschen Schippe drauf und man hätte noch mehr Erfolg. Aber das ist die Sache des Deutschen Fußballbundes. Wie gesagt, du, Carsten und ich, wir sind nur kleine Lichter. Wir können da nicht so viel bewegen, aber die Herren beim DFB sollten jetzt mal langsam nachdenken, was sie im Vorfeld für Fehler gemacht haben, was sie gut gemacht haben, sodass die U17 jetzt Weltmeister geworden ist.